So, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil der Besprechung des Blatt 14 zu höheren Mathematik 1. Wir haben aufgehört in Teil 2 mit dem Berechnen dieses etwas ekligen Summenwertes, was ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen hat und ein bisschen komplizierter war als die anderen Aufgaben bis jetzt. Jetzt geht es ein bisschen einfacher weiter insofern, als dass wir in Aufgabe 4 jetzt nur verschiedene Reihen uns angucken und die auf Konvergenz überprüfen sollen. Also Aufgabe 4 ist jetzt im Prinzip eine Übung zum Umgang mit diesen Reihen und den Konvergenzkriterien, im Wesentlichen Quotientenkriterium und Wurzelkriterium. Gut, bei Aufgabe A haben wir die Reihe von n gleich 1 bis unendlich über n durch 2 hoch n. Das heißt, dieses n durch 2 hoch n ist jetzt im Folgenden unser an, das wir betrachten. Und bei solchen Reihen, die so eine Form haben, also wo im Prinzip das, worüber wir summieren, so ein nett handhabbarer Quotient ist, da bietet sich dann auch dem Namen entsprechend das Quotientenkriterium an. Also Quotientenkriterium. Wir betrachten Betrag von an plus 1 durch an. So, das müssen wir jetzt ausrechnen. Wir können die Betragsstriche in diesem Fall folgenlos weglassen, weil wir sind ja in den natürlichen Zahlen mit dem n, das heißt, das ist immer größer als 0. Das heißt, wir fangen an mit n plus 1 durch 2 hoch n. So, und jetzt müsste ja durch a hoch n kommen, also einfach mal den Kehrwert. Also mal 2 hoch n, hier fehlt ein plus 1, Entschuldigung, durch n. So, und was man jetzt sieht, man kann hier die Zweien wunderbar gegeneinander kürzen und erhält n plus 1 durch 2n. Ja, und das geht gegen 1/2, wenn das n gegen unendlich geht. So, was sagt uns dieses 1/2? Das ist ja ein Kennwert dafür, ob so eine Reihe konvergent ist oder divergent ist. Und in diesem Fall heißt das schlichtweg nur, es ist kleiner als 1, also ist die Reihe konvergent, beziehungsweise sogar absolut konvergent. So, also wegen 1/2 kleiner als 1 ist die Reihe konvergent. Gut. Beim zweiten haben wir eine sehr klassische Reihe. Also die kommt eigentlich immer irgendwann mal einmal vor, weil das ein sehr, sehr standardmäßiges Beispiel ist. Es ist allerdings gar nicht mal so einfach, da auf Anhieb auf den richtigen Trichter zu kommen. Außer, dass man wahrscheinlich sofort einsieht, okay, das ist wieder sehr, sehr, sehr quotientenähnlich. Das heißt, wir könnten da ganz gut mit dem Quotientenkriterium drangehen. Prinzipiell könnte man natürlich auch an sowas drangehen, indem man das Wurzelkriterium benutzt. Das Problem ist nur die n-te Wurzel aus n-Fakultät. Die ist nämlich nicht so einfach und da wir die in der Vorlesung nicht gemacht haben, müsste man sich da halt sehr viel zu überlegen. Das ist im Allgemeinen viel zu aufwendig, deswegen nimmt man bei sowas dann in der Regel einfach das Quotientenkriterium. So, das heißt, wir betrachten wieder für unser an, das ist hier wieder die Folge, die in der Reihe steht, wieder den Quotienten an plus 1 durch an. So, und das ist gegeben durch n plus 1 Fakultät. Durch n plus 1 hoch n plus 1. So, und jetzt wieder mal den Kehrwert von an, also mal n durch n Fakultät. So, was jetzt zunächst mal auffällt, n plus 1 Fakultät und n Fakultät unterscheidet sich ja nur um den Faktor n plus 1, der Rest kürzt sich hier raus. Das heißt, es bleibt stehen n plus 1 mal n hoch n. Durch, ja, das n-Fakultät fliegt komplett raus. Und das n plus 1, das schreiben wir hier unten schon so ein bisschen um, nämlich wir spalten hier dieses Plus im Exponenten mit den Potenzgesetzen auf. Das heißt, wir schreiben uns das als n plus 1 hoch n mal n plus 1. Ja, und jetzt sieht man relativ schön, dass sich dieser Faktor n plus 1 hier direkt rauskürzt. Das heißt, was stehen bleibt, ist n durch n plus 1 hoch n. Das ist allerdings nichts anderes als 1 durch 1 plus 1 durch n hoch n, also einfach hier getauscht. Und das geht gegen 1 durch e. Na, also 1 hoch n geht gegen 1, 1 plus 1 durch n hoch n
geht gegen e, das heißt, diese gesamte Geschichte geht gegen 1 durch e. So, und 1 durch e ist jetzt wieder kleiner als 1. Und das heißt, auch diese Reihe ist konvergent. Also wegen 1 durch e kleiner 1 ist die Reihe konvergent. Jo. Genau. Wo liegt hier die Schwierigkeit eventuell? Das liegt daran, dass man sich hier vielleicht ein bisschen von verwirren lässt und halt nicht ganz klar erkennt, dass hier die N-Fakultät und die N+1-Fakultät sehr gut zueinander nehmen und dass halt das hier sehr gut auseinanderziehbar ist. Das heißt, wenn man sowas sieht, sollte man sich vielleicht erstmal nicht von der reinen, vom reinen Aussehen der Formel erschlagen lassen, sondern einfach ganz in Ruhe gucken, was kürzt sich raus und wie kann ich damit dann am besten umgehen. Das sind generell auch immer so ganz gute Hinweise, immer zu gucken, was kürzt sich weg oder generell erstmal Ruhe bewahren, wenn man Formeln sieht, weil die beißen einen in der Regel nicht großartig und sind eigentlich auch alle ganz verständlich. Gut, die nächste Reihe, die ist ein bisschen ja, ekliger, was das Rechnen oder was das Aufschreiben angeht. Aber der generelle Trick bleibt gleich. Und zwar haben wir 1 plus Wurzel n durch 2 hoch n plus 1. Ja, und das ist wieder ein Quotient. Hier würde ich auf gar keinen Fall dazu raten, irgendwas mit dem Wurzelkriterium zu versuchen, weil man hier eine Wurzel aus einer Summe hat und das muss man dann wieder relativ kompliziert abschätzen. Und das funktioniert in der Regel nicht so, wie man das haben will. Also hier ist so naiv oder nativ der erste Ansatz, das Quotientenkriterium zu verwenden. Das heißt, wir betrachten wieder den Quotienten aus an plus 1 und an. So, an plus 1 ist 1 plus Wurzel n plus 1 durch 2 hoch n plus 2 und jetzt mal den Kehrwert, also mal 2 hoch n plus 1 durch 1 plus Wurzel n. So, das Erste, was man also macht, ist hier wieder die Zweien miteinander zu verrechnen. Dann bleibt stehen 1 plus Wurzel n plus 1 durch 2 mal Wurzel, 2 mal 1 plus Wurzel n. So rum wollen wir es. Also 2 mal 1 plus Wurzel n. So, was jetzt passiert, ist im Prinzip folgendes. Wir klammern überall eine Wurzel aus n aus. Das heißt, wir müssen irgendwo gucken, dass wir überall eine Wurzel n bekommen. Hier oben passiert dann mit der 1 folgendes, wir müssen sie durch Wurzel n teilen. In der Wurzel passiert im Prinzip nur, dass wir überall einen n ausklammern, weil die Wurzel drüber rum können wir dann ja als Faktor abspalten. Das heißt, hier bleibt stehen die Wurzel aus 1 plus 1 durch n. Und hier unten bleibt dann stehen, ja okay, an der 2 brauchen wir nicht rumdoktern, weil das im Prinzip ein Faktor ist. Das heißt, die lassen wir einfach stehen, beziehungsweise die ziehen wir mit nach draußen, weil da tut uns im Prinzip keiner was, wenn wir die im Prinzip mit rausziehen, weil die steht ja hier innen drin als Faktor drin. Aus der 1, ja, da fliegt dann auch im Prinzip eine Wurzel n raus. Und aus dem Wurzel n wird eine plus 1. Das heißt, das ist das, was übrig bleibt. Und dann können wir hier halt das Wurzel n rauskürzen. Der Vorteil an dieser Darstellung, obwohl die ja erstmal wesentlich schlimmer aussieht, ist, das hier geht gegen 0. Das hier geht genauso gegen 0. Und das hier geht gegen 1. Und somit geht diese gesamte Geschichte gegen 1 halb mal 0 plus 1 durch 0 plus 1 gleich 1 halb, wenn das n gegen unendlich geht. Ja, und da 1 halb jetzt wieder kleiner ist als 1, haben wir wieder die Konvergenz der Reihe. Das ist dann immer so ein schöner Standardsatz, also wegen 1 halb kleiner 1 ist die Reihe konvergent. Ja, das waren die ersten drei. So weit, so gut. Also im Prinzip haben sie alle das gleiche Muster zugrunde. Wir nehmen uns das Quotientenkriterium und formeln das so lange um, bis wir zu einem Schluss kommen, dass wir irgendwie den Grenzwert berechnen können. Bei Aufgabenteil D ist das jetzt ein bisschen anders. Da müssen wir uns ein paar mehr Gedanken machen. Denn da haben wir die Reihe Summe k gleich 1, n gleich 1, Entschuldigung, über 1 durch n² minus 2n. Plus 2. So, und
Die Idee ist jetzt halt zu gucken, finde ich eine divergente Minorante oder eine konvergente Majorante. Also wir suchen jetzt irgendwas, wo man irgendwie mit den Minoranten oder dem Majorantenkriterium da dran gehen können. Das n-Quadrat wollen wir erhalten, weil wir wissen, okay, wir wollen das irgendwie gegen eine der Vergleichsreihen 1 durch k hoch Alpha kriegen. Und wenn wir das Alpha größer 1 wählen können, dann ist das gut. Jetzt müssen wir uns also gucken, was können wir mit dem minus 2n plus 2 machen. Und die können wir tatsächlich elegant abschätzen, nämlich minus 2n plus 2 ist kleiner gleich minus 1/2 n Quadrat, da n aus n ist. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Gefühlsabschätzung, also die kommt nicht wirklich irgendwo her, aber das funktioniert ganz gut. Größer gleich, ne? Das ist ja völlig blöd sonst. Na, grafisch muss man kurz überlegt. Minus 1/2 n Quadrat sieht dann irgendwie so aus. Ja, und minus 2n plus 2 kommt dann irgendwie hier oben runter. Das sollte also immer größer gleich sein. Größer gleich ist aber auch gut, weil dann können wir jetzt nämlich hier ein kleiner gleich hinschreiben, weil der Zähler wird durch die Abschätzung hier größer, also wird der Bruch kleiner. Also können wir das abschätzen gegen die Summe von n gleich 1 bis unendlich über 1 durch n Quadrat minus 1/2 n Quadrat. Und das ist nichts anderes als 1/2 mal Summe n gleich 1 bis unendlich, 1 durch n Quadrat. Ja, und das ist eine konvergente Majorante. Das ist ein V. Also das ist eine konvergente Majorante. Ja, und damit folgt die Konvergenz der Ausgangsreihe. Oh, da hat es geleckt. Konvergiert. Also ich gebe zu, die ist fundamental ein wenig schwieriger als die vorigen, weil man eben nicht einfach stumpf einsetzen konnte, sondern wenn man wirklich hier ein bisschen abschätzen musste. Aber dieses Gefühl für dieserlei Abschätzung, die kommt halt, das kommt halt erst, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Da gibt es auch leider kein Standardrezept. Das ist bei diesen Themen immer so ein bisschen das Problem. Aber prinzipiell kann man mit diesen Reihen so umgehen, indem man halt guckt, gegen was kann ich es abschätzen? Finde ich eher eine konvergente Majorante oder eine divergente Minorante? Und welche Abschätzungen ergeben im Zusammenhang mit der Funktion, die da quasi drin steht, überhaupt Sinn? Joa, das wäre soweit zu D. Wir kommen zu Aufgabenteil E. Und da haben wir eine Reihe, die sieht ein bisschen komischer aus, weil da ist wieder ein x mit drin. Und zwar haben wir die Reihe von n gleich 1 bis unendlich über die n-te Wurzel aus x minus 1 hoch n für x im Intervall von 0 bis unendlich, wobei der Wert 0 explizit angenommen werden darf. Und das führt uns im Prinzip auch schon auf den ersten Schritt, nämlich eine Fallunterscheidung. Ist das x größer 0 oder ist das x gleich 0? Wir fangen mit dem einfacheren Fall an, nämlich ist das x gleich 0. Dann steht da Summe n gleich 1 bis unendlich. Ja, n-te Wurzel aus 0 ist 0, also bleibt stehen minus 1 hoch n und das ist divergent, weil das minus 1 hoch n keine Nullfolge ist. Keine Nullfolge ist. Ah, also damit eine Reihe konvergiert, muss die Folge, die drin steht, zwingenderweise eine Nullfolge sein. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir Divergenz. Das war der einfache Fall. Zweiter Fall, der wird jetzt nicht wesentlich komplizierter, aber doch ein bisschen komplizierter als das hier. Das ist, wenn das x größer als 0 ist. Weil jetzt können wir das erste Mal sinnvoll das Wurzelkriterium anwenden. Wenn wir uns jetzt diese Folge hier als ak, als an wieder nehmen, dann betrachten wir ja fürs Wurzelkriterium die k-te Wurzel aus dem Betrag von ak. Und das ist jetzt die n-te Wurzel aus, weil wir haben ja überall ein n stehen. Das heißt, wir betrachten die n-te Wurzel aus Betrag der n-ten Wurzel x minus 1 hoch n. So, die n-te Wurzel aus irgendwas hoch n, die kickt sich genau raus. Der Betrag ist für x größer 0 auch irrelevant, weil dann wird das hier auf jeden Fall immer größer 0 bleiben. Das heißt,
Das hier ist die n-te Wurzel aus x minus 1. So, und die n-te Wurzel aus irgendwas Positivem, die geht gegen 1. Also konvergiert das hier gegen 0, wenn das n gegen unendlich geht. Ja, weil das hier eben gegen 1 geht, für n gegen unendlich. Ja, und wegen 0 kleiner als 1 konvergiert die Reihe damit absolut. Also sie konvergiert und sie konvergiert sogar absolut. Na, absolut heißt, der Betrag hier drüber konvergiert auch. Also die Reihe über den Betrag der Glieder von a n konvergiert. So. Nicht, dass da Verwechslungen entstehen. Gut. Ja, das wäre es auch im Prinzip schon zur Aufgabe 4. Also solche Betrachtungen, gerade Quotienten und Wurzelkriterium, sind halt wirklich absolut elementar, wenn man mit Reihen arbeitet und wenn man da Aufgaben löst. Also die würde ich auf jeden Fall auf dem Schirm, auf dem Kasten, auf dem Zettel haben. Gut. Aufgabe 5 ist jetzt wieder ein bisschen umfangreicher, möchte ich einfach sagen. Da werden wir jetzt auch nicht die ganze Aufgabe 5 schaffen für diesen Teil. Sondern vielleicht kommen wir mit A noch durch, vielleicht auch nicht. Und zwar haben wir jetzt wieder 4 Reihen gegeben, nach und nach. Bei den ersten beiden sollen wir einfach nur Konvergenz prüfen. Und bei dem zweiten, oder bei den zweiten beiden, da haben wir wieder einen X mit drin. Und da müssen wir, oder sollen wir wieder gucken, für welche X konvergieren diese Reihen denn überhaupt. Es ist wieder völlig unerheblich, gegen was die konvergieren, weil das ist im Allgemeinen wirklich das viel schwierigere Problem. Aber wir sollen halt hier wieder uns ganz besonders auf die Konvergenz stützen. Das heißt, wir fangen an im ersten Fall. Wir haben die Summe von n gleich 1 bis unendlich über Cosinus von n mal Pi durch Wurzel n plus 1. Cosinus von n mal Pi. Da können wir was Schönes beobachten. So, mal ganz grob den Cosinus bezeichnet. So, das ist Pi. Das ist Pi halbe. Das ist 3 Pi halbe. Das ist Pi. Das ist 2 Pi. Das ist 1. So, und das soll mal grob der Cosinus sein. So, Cosinus an der Stelle 1 mal Pi ist minus 1. Cosinus an der Stelle 2 mal Pi ist 1, 3 mal Pi ist minus 1 und so weiter. Das heißt, der Cosinus von n mal Pi ist einfach minus 1 hoch n. Und dadurch wird diese Reihe zu einer alternierenden Reihe und das heißt, wir können das Leibniz-Kriterium anwenden. Also das ist nichts anderes als die Summe von n gleich 1 bis unendlich, minus 1 hoch k mal 1 durch Wurzel n plus 1. So, und jetzt sagt das Leibniz-Kriterium aus, okay, diese Reihe ist konvergent, wenn das, was hier hinten drin steht, eine monoton fallende Nullfolge ist. Und das wollen wir jetzt mal überprüfen. Das machen wir jetzt einmal und wir machen es vielleicht noch ein zweites Mal für eine andere. Aber das Prinzip sollte danach klar sein, wie man dran geht. Also, an soll eine monoton fallende Nullfolge sein. Okay, Nullfolge ist klar, weil das hier unten geht gegen unendlich, wenn n gegen unendlich geht. Hier oben bleibt das fest, das heißt, es geht insgesamt gegen 0. Bleibt zu zeigen, an ist monoton fallend. Monoton fallend. Das ist äquivalent damit, dass an plus 1, also der nächste Wert jeweils kleiner gleich dem vorherigen Wert ist. Das kriegen wir jetzt hier relativ einfach hin, indem wir es mal einsetzen. Also 1 durch Wurzel n plus 1 plus 1 ist kleiner gleich 1 durch Wurzel n plus 1. Jetzt multiplizieren wir das einmal über Kreuz. Da die Funktionen alle stetig sind, dreht sich das Relationszeichen auch nicht um. Also landen wir bei Wurzel n plus 1 kleiner gleich Wurzel n plus 1 plus 1. So, die plus 1 geht sofort raus. Und man sieht direkt, weil die Wurzelfunktion ja monoton ist, gilt das hier. Also folgt aus Monotonie der Wurzelfunktion. Und das heißt, an ist tatsächlich monoton fallend. Das heißt, hier können wir so einen schönen Kasten dran malen. Ja, und damit folgt aus dem Leibniz-Kriterium, dass diese Reihe konvergent ist. Joa,
Genau, also das ist im Prinzip wichtig. Wir müssen identifizieren, dass das eine alternierende Folge ist. Dann müssen wir überprüfen, ist der Rest Nullfolge und ist er monoton fallend. Und wenn das gilt, dann können wir das Leibniz-Kriterium anwenden. Gut. So ähnlich laufen die anderen jetzt auch ab. Zweitens, wir haben die Reihe n gleich 1 bis unendlich minus 1 hoch n mal 1 minus die n-te Wurzel aus 1/2. So, dieses Ding ist offensichtlicher alternierend, weil hier vorne direkt das minus 1 hoch n dran steht. Das heißt, wir müssen nur noch überprüfen, ist das hier eine Nullfolge und ist es monoton fallend. Das heißt, wir nennen das hier mal wieder an. Zunächst mal an geht gegen 0, da n-te Wurzel 1/2 gegen 1 geht für n gegen unendlich. Habe ich jetzt vergessen. Das heißt, eine Nullfolge ist es und die Monotonie, die Monotonie, also monoton fallend, zeigt man analog wie oben. Also da spare ich jetzt einfach mal ein bisschen Videozeit, weil das ist wirklich immer der gleiche Ansatz und das gleiche Durchrechnen. Zu. So, bisschen Stil noch mit rein, dann passt das. Ja, das heißt, alternierend, Nullfolge, monoton fallend, also Leibniz. Reihe konvergent. So, jetzt schaffen wir doch noch ein bisschen mehr. Nämlich, wir können zumindest mit B noch anfangen. Und B würde ich aber tatsächlich auch noch zu Ende machen. Dann steigen wir in den letzten, voraussichtlich letzten Teil ein mit Aufgabe 5 B2. Und zwar haben wir im ersten Teil von B die Reihe von n gleich 0 bis unendlich über minus 1 hoch n mal Wurzel n durch n plus 1 mal x hoch n. So, und da können wir jetzt auch schon mal wieder ein bisschen vorgreifen. Das ist eine sogenannte Potenzreihe. Die Dinger hier vorne, die heißen Koeffizienten, die nennen wir jetzt wieder an. Und das ist zum Entwicklungspunkt 0, weil x ist gleich x minus 0. Und solche Potenzreihen werden in der Hilmer 2 noch eine gewichtige Rolle spielen und die werden sich auch bis zur Hilmer 3 noch durchziehen, weil Potenzreihen haben einen wirklich sehr, sehr wichtigen Stellenwert in der gesamten reellen und komplexen Analysis. Und deswegen werden wir uns mit denen noch sehr, sehr intensiv auch gesondert beschäftigen und auch noch weit über das hinaus, was wir jetzt mit dem Ding machen. Also, Ansatz zunächst mal ist, wir fassen dieses ganze Ding hier auf als an. Das ist jetzt hier ein bisschen suggestiv. Aber das war für die Potenzreihe. Wenn wir es jetzt berechnen wollen, fassen wir das hier auf als an. Dann kriegen wir raus. Mit dem Quotientenkriterium. Den Betrag von an plus 1 durch an. Als. So, an plus 1 ist einfach minus 1 hoch n plus 1. Den können wir direkt weglassen, weil wir nehmen ja den Betrag da draus. Das heißt, das fällt gleich eh weg. Und was dann stehen bleibt, ist Wurzel n plus 1 mal x hoch n plus 1 durch Betrag x hoch n plus 1, Entschuldigung, durch n plus 2. Und jetzt mal den Kehrwert, also mal n plus 1 durch Wurzel n Betrag x hoch minus n. Ja, das ist diese Kehrwertsbildung. Und was dann übrig bleibt, ist Wurzel n plus 1 mal n plus 1. Durch Wurzel n mal n plus 2 mal Betrag x. Also das kürzt sich ja genau so weit raus, dass ein x stehen bleibt. Und wenn man das hier hinten jetzt ausdröselt, dann kriegt man raus, dass das hier gegen 1 geht. Also geht das Ganze gegen Betrag x für n gegen unendlich. Das kann man mal nachrechnen. Also das hier, das geht gegen 1 für n gegen unendlich. Joa. Das heißt, sichere Konvergenz für Betrag x kleiner 1.
Fehlt noch die Untersuchung der Randpunkte. Nämlich x gleich 1 bzw. x gleich minus 1. Fangen wir mit x gleich 1 an. Wenn x gleich 1 ist, dann haben wir die Reihe Summe n gleich 0 unendlich. Wurzel n durch n plus 1. Oh, Entschuldigung, nee, das war für minus 1 der Fall. Aber da machen wir jetzt keinen großen Heck draus. Dann machen wir erst minus 1 und dann 1. Also x ist gleich minus 1. Dann haben wir diese Reihe, die da steht. Jetzt muss man wieder ein bisschen kreativ werden und gucken, okay, Wurzel n durch n plus 1, das kann ich abschätzen nach oben durch 1 durch 2n. Ja, wie sieht man das? Ja, man schreibt sich das hier als n hoch 1/2, zieht es raus und schätzt dann den Nenner ab. Dann kommt man auf 1 durch 2 hoch n. So, 1 durch 2 hoch n ist aber 1/2 mal 1 durch n. Und das heißt, die harmonische Reihe ist divergente Minorante. Und das heißt Divergenz in x gleich minus 1. Wenn wir hingegen x gleich 1 angucken, dann wird die Reihe ein bisschen komplizierter für diesen Fall. Dann haben wir nämlich wieder die Summe von n gleich 0 bis unendlich. Über minus 1 hoch n bleibt dann stehen, mal die n-te Wurzel aus n durch n plus 1. Das Ding ist jetzt wieder alternierend. Das heißt, wir müssen gucken, ist das hier eine monoton fallende Nullfolge? So, Nullfolge ist es auf jeden Fall, denn der Zähler geht gegen 1, der Nenner geht gegen unendlich, also geht der Quotient gegen 0. Monoton fallend zeigt man wieder genauso wie in den beiden Fällen vorher, also monoton fallend. Analog. Ich möchte das jetzt hier nur nicht ausixen, weil die Videos sonst wirklich ein bisschen länglicher werden noch. Aber das bitte wirklich auf jeden Fall mal durchrechnen. Und falls da Fragen auftreten, ruhig Fragen stellen. Das heißt, Leibniz-Kriterium, dass die Reihe für x gleich 1 tatsächlich konvergent ist. Ja, genau. Für x gleich 1 konvergent. Das heißt, die Reihe konvergiert für alle x aus dem Intervall. So, jetzt müssen wir uns angucken, was haben wir gesagt? Betrag x kleiner 1. Die minus 1 gehört nicht dazu, aber die 1. Und damit ist die Aufgabe gelöst. So, das war's für dieses Video. Das war jetzt ein ganz klein wenig länger. Wir machen im nächsten Teil weiter mit der Konvergenz bzw. der Betrachtung von der Aufgabe 5b2. Die wird ähnlich verlaufen. Bei Aufgabe 6 werden wir uns nur 5 Beispiele rausgucken und dann bei Aufgabe 7 noch die restlichen Grenzwerte bestimmen. Das sollte prinzipiell in einem Teil machbar sein. Und ich danke bis hierhin schon mal wieder für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dass das ein bisschen hilft und würde sagen, bis gleich.